Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu MXGP 2020. Es geht weiter in der Karriere in der MX2-Klasse natürlich. Und es geht nach Indonesien. Weiter geht's. Laden wir mal rein. Zweimal gewonnen, 181 Kilometer. 22.900 Credits verdient, 3 Stunden und 2 Minuten gespielt bis jetzt. Level 15, na schau. So. Jetzt sehe ich aber, dass das fast eine Idee zu laut ist, oder? Wir werden ein bisschen zurückgehen hier. Ich muss das immer ein bisschen nachjustieren von Spiel zu Spiel. In dem Sinne. Wenn wir ganz kurz eine Sekunde reingehen. Da vielleicht ein bisschen zurückgehen, dann kann ich da wieder nachjustieren. So, passt schon, sorry Freunde. Dass ich da immer überall am halbwegs selben Niveau bin, das ist immer, das dauert immer. So. Schau ich mal, wenn wir hier den Motor haben. Ja, das passt, glaube ich. Sehr schön, ich bin wieder... Oder noch... Ja, das passt. Das passt von der Einstellung her. Ich will nur nicht zu leise sein im Vergleich zum Spiel. Aber laut Anzeige passt das wieder. Ah, immer wieder das mit den mit dem Ton, das ist so eine eigene Wissenschaft auch immer wieder. So, schauen wir uns mal die Strecke hier an. Schaut jetzt relativ hell aus, der Belag hier. Ups, das war die Cam. Bei der Werbung, glaube ich. Ja, bis jetzt die Runde. Irgendwie... keine Stelle drin, die extrem schwer ist oder so. Ja genau, ich bin wieder 5 Sekunden langsamer oder das übliche Qualifying Zeiten Problem von Milestone. Man kennt es. Ja, braucht man nicht weiter thematisieren, das können sie einfach nicht, wollen sie nicht, keine Ahnung. Es ist, ja, was soll ich sagen? Auch überall natürlich, überall dasselbe Problem. Bei allen Milestone-Spielen, MotoGP, was soll ich euch erzählen? Ihr wisst es ja eh. Ja, ich bin 5 Sekunden zu langsam, alles klar. Es ist so ein Witz, wirklich. Ich könnte mich jedes Mal so ärgern. Warte mal, ich schreibe mir das jetzt einmal mal auf. Ich bin jetzt keine 5 Sekunden zu langsam. KI? Ich schreibe mal noch auf. 48... 7... Und... nicht... Gut, das war jetzt die erste Runde. Da ist sicher noch einiges drin, auf jeden Fall. 53, 9, ich weiß nicht, auf 52 oder was würde ich vielleicht noch kommen, oder?
Egal, lassen wir das mal, würde ich sagen. Wir beenden mal die Session. Hoffentlich habe ich es nicht... Das war nur das Kohle, oder? Kohle für... Ja, genau. Passt. Ha. Gott sei Dank. So, keinen Rückspuler verwenden. Bekomme Punkte oder XP oder ich weiß gar nicht genau was. Ja, KI weiter auf Mittel. Warum sie das nicht einführen, auch wie bei MotoGP mit den Prozenten, obwohl es ja auch, glaube ich, gefühlt... Ich habe es nicht genau im Detail angeschaut, aber... Ich glaube, das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja hin und vorne auch nicht zusammen. Das ist leider ein... Ja, ein ewiges... Desaster von Milestone, was sie nicht auf die Reihe kriegen. Hier passt wenigstens einigermaßen mit der KI im Rennen. Da gab es ja auch Zeiten, wo sie eine abgeschossen hat, aber jetzt mittlerweile muss man sagen, oder sie stürzen dann zu oft. Hier ist es eigentlich okay. Aber in der MotoGP ist das eine Katastrophe mit den Stürzen. Kaum berührst du einen, stürzt er schon. So, hier jetzt. Ja, mal schauen. Da sind auch schon die ersten gestürzt. Haben wir jetzt in der ersten Kurve nicht so reingehen können wie in den letzten Grand Prix, wo wir gleich unter die Top 3 waren und so. Jetzt sind wir nur 10. Ja, gut, die Hälfte haben wir auch immerhin überholt. Warum bin ich eigentlich auf der Geraden so langsam? Kann man das mal erklären? Okay, hier schön den Schwung mitnehmen vielleicht. Ach da, ja, geht momentan. Super. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Wieso biegt er denn da so behindert ab? Ja, das kann ich nicht gelten lassen. Den Rutscher vor, okay, aber das ist ja... Fährt in die Werbetafel einfach rein. So, na, das wird ein schwieriger Grand Prix, glaube ich. Aber schauen wir mal. Ja, wir sind schön dabei, an und für sich, so vom Gefühl her. Elfter jetzt wieder mit dem Sturz. Mal schauen, vielleicht kommen wir unter die Top 10. Ah, schön innen, jawohl. Und am Ende bin ich zwar gespannt auf die Rundenzeiten oder auf die schnellsten Zeiten dann. Oh, das schaut aber relativ okay aus, muss ich sagen, der Grand Prix. Von der Stärke her. Welcher Kurve bin ich da vorher weggerutscht? War das die hier? Ja, ich glaube hier in der Ecke. Ja genau, hier war das mit der Werbetafel. Haben wir uns wieder auf die 9 halbwegs vorher gearbeitet, oder? Fight hier mit der Nummer 98, jetzt der 10.
Ja, das schaut ja relativ okay aus, muss ich sagen, über die Runde gesehen. Das haben sie ja gut gemacht. Also Freunde, wir sind keine 5 Sekunden zu langsam, oder? Also so viel können wir mal festhalten. Aber ja, ist ja das erste Mal, dass Milestone so ein Spiel macht, also von dem her kann man es ihnen verzeihen. Ja, unglaublich, wirklich. Unglaublich. Ah, Sechster, cool. René Hofer von uns auf KTM, glaube ich. So, dranbleiben da vorne jetzt. Ja, der Grand Prix macht Spaß. Oh, Östlund zieht da außen vorbei, okay. Da hat er eine bessere Linie gefunden als wir. Ziehen wir durch, jawohl. Ja, ist auch eine coole Strecke. Jetzt kein Oberhighlight in dem Sinne am Start, aber eine solide, coole Strecke, würde ich sagen. Besser wie so eine Stadionstrecke. Ah, hier hakt die Cam ein bisschen nach, aber okay, das ist halt die Werbetafel. Ich habe so ein Auge trotzdem auch auf der Tonkontrolle, aber schaut okay aus, glaube ich. Tja, letzte Runde hier im ersten Rennen. René Hofer dran an Olsen. Also hat Renault wieder überholt. René Hofer innen an Olsen vorbei. Au, da sind wir zu extrem rein. Und dann nehmen wir Renault mit im Endeffekt. Weil der in unser Moped noch reingefahren ist. Ja, jetzt haben wir den Anschluss an Hofer und Olsen vorne verloren. Crawford. Bruder von Cindy. So, nicht aus Marzahn, sondern... Ihr wisst Bescheid. Ah, unglücklich, die Welle erwischt da außen, das ist gar nicht, ja, ob der nicht besser gewesen wäre. Da ist er wieder. Na, jetzt bin ich da mal gespannt auf die Zeiten. Ja, komm. Da spawnt er mich zurück, nur weil ich da innen minimal drüber Track Limits. Das ist auch so ein Lieblingswort aktuell in der Formel 1. So ganz leicht innen, aber naja. Harup gewinnt anscheinend. Ah, wir kommen jetzt über P6 dann nicht hinaus, aber vor Östlund noch. Immerhin. So, jetzt zeigen wir mal die Zeiten her. Beste Runde 1,50. Und im Quali 48,7. Und ich bin jetzt eine 1,50 gefahren. What? Und im Quali vorher 53,9? Ist mir jetzt gefühlt nicht so vorgekommen, als wäre ich jetzt so viel schneller. Also entweder stimmen die Zeiten aus irgendeinem Grund so nicht. Die Zeitnehmung irgendwie, keine Ahnung.
Der ist jetzt vom Quali 48,7, weiß nicht, ob der Harub auch erster war, auf 50,1. Ja, ob er da jetzt im Motocross vom Quali im Rennen so viel langsamer ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber okay. Aber ich 50,4 statt 53, jetzt mit, da müsste ich jetzt noch einmal einen Quali fahren oder keine Ahnung. Tja. Kann ich jetzt auch nur schwer sagen. Renehofer dritter auf KTM, beste KTM, beste Husqvarna, Olsen. Sehr schön. Nächstes Rennen, zweites Rennen. Weiter geht's, wie auch immer. Vielleicht bin ich auch, fahre ich auch zu wenig Runden nur im Quali, dass ich da ein bisschen reinkomme. Ich weiß es nicht. Gut, im Endeffekt ist es ja auch egal. Wir können ja. Ich höre Regen, oder was? Ja, doch, okay. Im Endeffekt können wir eh reingehen. So, los geht's gleich. So, probieren wir jetzt mal. Schauen wir mal, hoffentlich können wir da innen. Na, die Kurve ist nicht so eng, deswegen geht da unser Manöver nicht so auf. Ist das im Regen jetzt ein bisschen rutschiger, oder? Warte mal, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, alter Schwede. Jetzt schon Sechster, ja, wir sind. Dann ganz gut am Start, glaube ich. Renehofer wieder hier. Harrison. Olsen. Ah, da muss man außen fahren, genau, dass man den einen Hügel nicht mitnimmt. Das ist die bessere Linie, haben wir gesehen. Hier voll drüber, genau. Da können wir wieder ein bisschen aufschließen. Vierter, das schaut ja ganz gut aus. Müssen aufpassen, dass wir nicht da irgendwo wieder stürzen. Aber gut, das machen wir ja nicht absichtlich. Wir versuchen ja auch ein bisschen schnell zu sein. Dran jetzt an den Top 4. Ja, Olsen, Hofer hinter uns da. Harop, Harrison und den anderen habe ich lesen können. Nichts mit B. Boris, weiß nicht. Ah, Olsen hier wieder, ja. Ah, da habe ich wieder die falsche Linie erwischt. Schade. Ich muss ja aufpassen, dass er nicht zu extrem reingeht, dass man für das Hinterrad wegzieht. Boah, habe ich mich schon fast am Boden gesehen. Zwei Runden noch, sehr schön.
P5. Boah, das wäre wieder fast ein Sturz geworden. Glück gehabt. Aber im Anschluss haben wir nach vorne für die Topfahrer leider ein bisschen verloren. So, Podium gibt es keins. Außer zwei würden kollidieren vielleicht und wir nicht stürzen. Sonst gleich vom Speed wird es nicht ganz reichen für uns. Ja, es gibt immer so zwei, drei Stellen, hoppala. Ja, schade, das kostet uns wieder ordentlich Schwung. Ja. Zwei, drei Stellen, wo wir schneller sind. Da gibt es halt ein paar Ecken, wo die KI ein bisschen schneller ist, aber das passt schon. Nichts Dramatisches. Gegen Olsen. Und dann geht es auch schon in die letzte Runde. Wir sind doch wieder rangekommen ein bisschen. Vielleicht geht da noch was. Jetzt sind wir vorbei an Olsen. Innen schön. Ja, der Vorführende jetzt auf 3 zurück. Boris. Wie heißt er? Ich kann es nicht lesen, weil er da auf und ab. Boys Ram, ich weiß nicht. Ja, vielleicht können wir mit viel Glück ein Podium erreichen, aber da müssten die mitspielen. Oh, ganz vorne setzt sich schon einer ab. Das ist mal ein geiles Rennen hier. Passt auch die Speed von der KI wirklich gut. So macht das Spaß. So macht das richtig Spaß. Da wäre noch nicht so wichtig die richtige Technik da drüber, wie das am optimalsten ist. Na, vorne kommt schon das Finish. Ja, das war's für uns. Ja. Vierter, ja, immerhin. 51,1. Sogar von der schnellsten Runde waren wir jetzt sogar ein bisschen langsamer, glaube ich. Aber okay. Können wir das wieder löschen hier, die Zeiten wir. Also löschen, durchstreichen hier meinem Zettel. Jo. René Hofer nur Siebter geworden. Oh, da ist er noch ein bisschen zurückgefallen. Hinter Östlund sogar auch noch. Alvin. Ja. Crawford hier auf der 8. Boys Ram. Achso, das ist ein Franzose, ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Boys Rami. Ja, Mitchell Harrison, den können wir aussprechen. Der hat gewonnen auf jeden Fall. Schauen wir uns mal insgesamt an, wie es ausschaut. Da sind wir nur auf der 6. Ah ja, René Hofer hat zurückgefallen. Und Mitchell nach vorgekommen auf die 3. Und Harub gewinnt das Wochenende um einen Punkt vor
dem Franzosen auf der dreimal Kawasaki, okay. Harris auch mit 41 Punkten da gut dabei, mit dem Sieg natürlich im letzten Rennen. Aber Harup um einen Punkt das Wochenende gewonnen. Wir haben 33, ja. Ein, zwei Punkte mehr und wir wären Vierter, ja. So knapp kann das gehen. Östlund, ja, und dann nach hinten Crawford, der ist eh zu weit weg, aber. Ja, gut, im Endeffekt, ja. Wäre zwar die Platzierung, wäre Vierter, aber im Endeffekt, Podium wäre nice gewesen. War uns aber heute nicht vergönnt, aber war okay von der Stärke her, ist so. Finde ich gut. Ja, wir sehen uns nur. René Hofer zurückgefallen, weil er jetzt hier ein bisschen ausgelassen hat. Nach dem guten dritten Platz im ersten Rennen. Ja, hat er den Platz gegen Harrison, den dritten, auf jeden Fall verloren. Wäre drin gewesen, wäre auf jeden Fall drin gewesen, aber ja, für uns auch. Aber so ist es halt. Einmal verliert man, einmal gewinnt der Gegner. So, haben wir. Ah, wir haben ja zurückgespult. Ah, fuck, im zweiten Rennen glaube ich nicht. Gesamtwertung haben wir 302. Oh, da sind wir aber weit vorne. Trotzdem, kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, am Anfang ist er relativ gut dahin gegangen, oder? Es ist aber relativ ausgeglichen alles. Chat bieten hier. Hofer Vierter insgesamt. Ja, Harub jetzt nach vorgekommen. Aber wo ist denn jetzt dieser Crawford? Ja. Da fehlt auch einer. Wo ist denn der? Alter, wie viele sind denn da? 34. Roland Edelbacher. Der ist jetzt auch nicht jedes. Der ist nur einmal mitgefahren oder was? Oder? 6 Punkte. Oder sind ein paar dabei, die nur einmal mitgefahren sind oder so? Simon Lengenfelder. Ja, da haben wir jetzt Mitchell Harrison auf der 13. Komisch. Ja, da hat er es irgendwie durchs nach dem Start gut reingeschafft wahrscheinlich. Oder keine Ahnung, weil der ist sonst nicht so gut am Start. Auch Crawford dann nicht. Hm. Naja, ist er okay. Das passt, ja. Als ich da so viele Punkte Vorsprung habe. Noch immer jetzt sogar, ja. Okay. Nehmen wir mal so mit. Ach doch, kein Rewind. Deswegen, ja, okay. Passt. Ein paar Punkte dazu bekommen, aber die Welt war es jetzt auch nicht. Alter, für die 28 Minuten hat das schon wieder gedauert. Hm. Ist das so okay für euch Leute, oder soll ich immer nur ein Rennen aufnehmen, dass der Part ein bisschen kürzer ist? Ich weiß gerade nicht, aber es wird dann fast zu kurz schon wieder, oder? Ne? So in die 10 Minuten roundabout plus minus 2 Minuten könnten es immer werden auch, obwohl wenn wir durchziehen, naja, dann haben wir ja zwei Rennen, da sind wir drin, oder? Meistens da beim zweiten bin ich eher ein bisschen besser, weil ich eben vom ersten Rennen Run schon ein bisschen drin bin, aber ihr könnt es mir gerne reinschreiben, falls ihr einzelne Parts lieber habt, dass sie ein bisschen kürzer sind. Dann können wir uns das auch anschauen. Sind wir nicht gerade in Indonesien gefahren? Palembang. Muss man gleich nochmal anschauen. Sehen wir nicht den. Das sehen wir jetzt aber hier nicht, oder? Die einzelnen vorheriges Rennen. Italien? What? Achso, ja, da sind wir gerade gefahren. Indonesien, Semarang. Achso, noch einmal in Indonesien. Palembang. Ich denke mal gerade, wir sind gerade in Indonesien gefahren. Wir waren zweimal in Indonesien. Auch lustig. Hm. Wieso das denn? Das ist aber auch merkwürdig. Zweimal in Indonesien. Ja gut, okay. Wenn sie schon dort sind, aber ja, keine Ahnung. Egal, das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder in Indonesien. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.